Diese Geschichte heißt Der Buchstabenfresser, wurde geschrieben von Paul Maar und hat ganz viele lustige Bilder von Manfred Bofinger drinnen. Und die Geschichte beginnt, ich verrate es euch schon mal, mit einem Ei. Und Ostern ist ja nicht mehr lange vorbei, also passt das Ei ganz gut. Außerdem spielt in der Geschichte jemand mit, der ist ein bisschen wie der Drax. Was? Ja, ja, mein Freund. Es gibt noch andere Wesen auf dieser Erde, die oft nur Unsinn im Sinn haben. Ich? Doch nicht! Doch, Drax, du hast oft genug Unsinn im Sinn. Aber lassen wir dieses Thema, das können wir ein anderes Mal diskutieren. Jetzt möchte ich den Kindern die Geschichte vom Buchstabenfresser vorlesen. Die ganze Sache fing damit an, dass Claudia im Garten das große Ei fand. Es war hellblau und ungefähr so groß wie ein Autoreifen. Wenn man genau hinguckte, sah man auf der blauen Schale lauter kleine Buchstaben. Claudia hatte noch nie ein hellblaues Ei gesehen und ein so großes schon gar nicht. Vielleicht ist es ein Saurier-Ei, dachte Claudia. Ich muss es gleich Papa zeigen. Claudia ging zum Haus. Papa stieg gerade ins Auto und wollte wegfahren. Papa, warte, rief Claudia. Komm schnell mit in den Garten, ich habe ein Ei gefunden. Ich glaube, es ist ein Saurier-Ei. Es ist hellblau und fast so groß wie ich. Du musst es dir angucken. Papa lachte und sagte, keine Zeit, ich muss ganz schnell ins Geschäft fahren. Leg das Saurier-Ei doch einfach in unseren Keller. Ich schaue es mir an, wenn ich zurück bin. Dann lachte er wieder, winkte Claudia zu und fuhr weg. Claudia sagte, wie soll ich denn so ein großes Ei in den Keller schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Aber als sie wieder im Garten war, probierte sie es doch. Das Ei war viel leichter, als sie gedacht hatte. Kaum schwerer als ein Luftballon. Claudia nahm das Ei und trug es die Kellertreppe hinunter, öffnete die Kellertür mit dem Ellbogen und wollte das Ei drinnen vorsichtig hinlegen. Aber es fiel ihr aus der Hand und bekam einen dicken Sprung. Mist, sagte Claudia, jetzt ist die doofe Schale zerbrochen. Irgendwas knackte und kratzte im Ei. Gerade so, als nagte jemand von innen an der Schale. Claudia erschrak. Sie rannte die Kellertreppe hoch zu Mama. Mama, komm schnell, rief Claudia. Im Keller ist ein Saurier-Ei, das macht ganz komische Geräusche. Mama saß am Computer und tippte Zahlen ein. Sie sagte, Claudia, stör mich jetzt nicht, du siehst doch, dass ich arbeite. Du musst aber kommen, sagte Claudia. Ich glaube, da schlüpft gerade ein Saurier aus. Mama hörte auf zu tippen und lachte. Die Saurier sind leider ausgestorben, sagte sie zu Claudia. Spiel lieber ein anderes Spiel. Claudia sagte, das ist kein Spiel, da ist wirklich ein Ei. Wenn kein Saurier drin ist, dann vielleicht ein großer Vogel oder ein Krokodil. Die schlüpfen nämlich auch aus Eiern. Das habe ich in der Schule gelernt, bei Frau Wagner. Mama sagte, ja, ja, schon recht, und jetzt geh du bitte wieder in den Garten. Bei so schönem Wetter spielt man nicht im Keller. Dann drehte sie sich um zum Computer und tippte weiter Zahlen ein. Claudia ging zur Treppe, stieg hinunter, öffnete die Kellertür und guckte vorsichtig hinein. Das Ei war aufgebrochen.
Auf dem Boden lag nur noch die leere Schale. Claudia schaute sich um, aber da war nichts zu sehen. Kein Saurier, kein großer Vogel und auch kein Krokodil. Claudia ging wieder nach oben. »Wenn Papa kommt, zeige ich ihm die Schale. Der glaubt mir bestimmt, dass da unten ein Ei war«, sagte sie zu Mama. Mama antwortete nicht. Sie war beschäftigt. Claudia ging in ihr Zimmer und fing an zu malen. Ab und zu guckte sie aus dem Fenster. Aber Papa kam immer noch nicht. Wie langweilig! Claudia ging wieder zur Kellertreppe, stieg hinunter, öffnete die Kellertür und guckte hinein. Sie guckte noch einmal und noch einmal, weil sie gar nicht glauben konnte, was sie sah. Da war ihr Klassenzimmer. Frau Wagner stand vorne neben der Tafel. Die anderen Kinder saßen an ihren Tischen und blickten erstaunt zu Claudia hin, die in der Tür stand. Frau Wagner sagte, »Claudia, du kommst aber spät. Schnell setz dich an deinen Platz, wir haben schon angefangen.« Völlig verwirrt setzte sich Claudia an ihren Platz. Nach der Schule gingen alle Kinder und Frau Wagner ganz selbstverständlich die Kellertreppe hoch und durch die Haustür nach draußen. Mama kam aus dem Arbeitszimmer. »Was ist denn hier los?« rief sie. »Wo kommen denn all die Kinder her? Hast du die alle reingelassen, Claudia?« »Nein, habe ich nicht«, sagte Claudia. »Die waren unten in der Schule.« »In welcher Schule?« fragte Mama. »Geh mit mir in den Keller und guck es dir an.« Mama stieg mit Claudia die Treppe hinunter und öffnete die Tür. »Was ist denn hier los?« rief Mama nun schon zum zweiten Mal. »Wo kommen denn all die Schuhe her? Warst du das, Claudia?« »Welche Schuhe?« fragte Claudia und guckte hinein. Wo vorher die Schule gewesen war, war wieder der Keller. Aber auf dem Kellerboden lagen jetzt mindestens 100 Schuhe. »Nicht zu fassen«, sagte Mama und Claudia nickte. Als Papa gegen Abend nach Hause kam, führten ihn Mama und Claudia gleich in den Keller. Papa fielen fast die Augen aus dem Kopf, als er die vielen Schuhe sah. »Da hat uns jemand einen dummen Streich gespielt«, sagte er. »Habt ihr nichts Ungewöhnliches beobachtet?« »Und ob wir was beobachtet haben«, sagte Mama. »Mindestens 25 Schulkinder kamen mit Frau Wagner die Kellertreppe hoch und gingen aus dem Haus, ohne auf Wiedersehen zu sagen.« »Frau Wagner?« fragte Papa. »Wer ist denn Frau Wagner?« »Na, meine Lehrerin, das weißt du doch«, sagte Claudia. »Und die hat die ganzen Schuhe in den Keller geschleppt. Die hat aber eine merkwürdige Art von Humor«, rief Papa. »Sag ihr morgen in der Schule, sie soll ihre Schuhe gefälligst wieder abholen. Was sollen wir denn mit Hunderten von Schuhen? Und noch dazu lauter Einzelnen. Wenn es wenigstens Paare wären, dann könnten wir sie verkaufen.« »Das war nicht, Frau Wagner, ganz bestimmt nicht«, sagte Claudia. »Sowas würde die nie machen.« »Dann weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll«, sagte Mama. Und Mama, Papa und Claudia gingen wieder nach oben, um zu Abend zu essen. »Sollen wir weiterlesen, Drax?« »Na sicher!« Am nächsten Morgen geschah etwas, was noch viel merkwürdiger war als ein Berg aus Schuhen im Keller. Als Papa nämlich in den Werkzeugraum ging, um nach dem Hammer zu suchen, fand er ihn nicht. Dafür machte etwas hinter seinem Rücken ziemlich laut »Mäh«. Papa fuhr herum. Hinter ihm stand ein Schaf
guckte ihn mit großen gelben Augen an und sagte noch einmal Mäh. Nachdem Papa sich von seinem Schreck erholt hatte, packte er das Schaf am Fell und zog es nach draußen in den Garten. Dort blieb es stehen und machte zum dritten Mal Mäh. Papa ging zurück in die Wohnung und sagte zu Claudia, bring dem Schaf bitte eine Schüssel mit Wasser, ich glaube, es hat Durst. Welchem Schaf? Fragten Mama und Claudia fast gleichzeitig. Dem in unserem Garten, sagte Papa und ließ sich in einen Sessel plumpsen. Und dann bringt mir bitte eine Beruhigungstablette. Mama und Claudia stürzten in den Garten. Das Schaf stand im Gemüsebeet und fraß gerade den Salat. Mama und Claudia gingen zurück in die Wohnung. »Soll das eine Überraschung für mich sein?«, fragte Mama. »Mein Geburtstag ist doch erst im Dezember. Und außerdem hätte ich viel lieber eine Armbanduhr. Die frisst wenigstens nicht unseren Kopfsalat auf.« Papa stöhnte. »Wenn hier einer überrascht wurde, dann bin ich es«, sagte er. »Wer hat nur dieses Tier in meinen Werkzeugraum gebracht? Die Haustür war doch zu. Ich weiß gar nicht, wie der mit dem Schaf hereingekommen ist. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Polizei holen.« Am Nachmittag kamen zwei Polizisten, hörten sich alles an, guckten sich alles an, schüttelten mehrmals den Kopf und schoben dann das Schaf auf den Rücksitz des Streifenwagens. Sie weigerten sich aber auch, die Schuhe mitzunehmen. Dann fuhren sie wieder weg. Die Überraschung am nächsten Tag war nicht ganz so gewaltig wie die mit dem Schaf. Aber Claudia reichte es. In ihrer Schreibtischschublade hatte sie eine Dose mit Bonbons stehen. Claudia hatte mit Mama ausgemacht, dass sie sich jeden Tag eine Süßigkeit nehmen dürfe. Meistens klappte das auch. Nur ganz selten nahm sie zwei oder drei oder fünf. Als sie am Nachmittag nach der Schule das Schubfach aufzog und nach der Bonbondose greifen wollte, war die nicht mehr da. Dafür lag eine unbekannte, senfgelbe Baumwollhose in der Schublade. Claudia ging zu Mama und beschwerte sich. »Du hast mir die Bonbonbüchse einfach weggenommen, nur weil ich gestern ausnahmsweise mal 7 Bonbons gegessen habe«, sagte sie. »Das finde ich gemein.« Mama guckte sie erstaunt an und sagte, »Ich habe keine Büchse weggenommen.« »Und wer hat eine Hose in mein Schubfach gelegt?«, fragte Claudia. Mama sagte, »Eine Hose? Das muss derselbe gewesen sein, der das Schaf in Papas Werkzeugraum gebracht hat. Mal sehen, was dem noch alles einfällt.« Mama musste gar nicht lange warten, dann sah sie schon, was dem Unbekannten wieder eingefallen war. Als sie am nächsten Morgen ins Arbeitszimmer ging und sich an den Computer setzen wollte, war der Tisch verschwunden. Der Computer stand auf dem Fußboden. Daneben lag eine geräucherte Forelle. Mama rief nach Papa. »Guck mal, was hier los ist«, sagte sie. Papa guckte sich um. »Oh, geräucherte Forelle«, sagte er, als er den Fisch sah. »Das ist aber eine nette Überraschung. Danke, Schatz. Am liebsten esse ich sie leicht angewärmt mit Sahne, Meerrettich.« »Und sonst fällt dir wohl nichts auf?«, fragte Mama grimmig. Papa guckte sich noch einmal um. »Oh, dein Tisch fehlt ja«, stellte er fest. Mama sagte, »Nett, dass du das gleich bemerkst. Du musst jetzt endlich was unternehmen. So geht das nicht weiter. Hol die Polizei.« »Die kann uns auch nicht weiterhelfen«, sagte Papa. »Die nehmen höchstens die Forelle mit. Denk an das Schaf, das haben sie auch mitgenommen. Ich weiß was Besseres. Wir werden Albrecht Dill holen.« »Den alten Herrn Dill?« »Gar keine so schlechte Idee«, sagte Mama.
Herr Dill wohnte 4 Straßen weiter. Alle in der Gegend wussten, dass Herr Dill mindestens 3000 Bücher besaß, die er auch alle gelesen hatte. Darunter 80 Nachschlagewerke, 12 Atlanten, das sind Bücher, in denen Landkarten drinnen sind, 17 Wörterbücher und ein Pferdebuch. Wenn man über irgendetwas Bescheid wissen wollte, musste man nur Herrn Dill fragen. Der schlug dann so lange in seinen Büchern nach, bis er die Lösung gefunden hatte. Er kam auch gleich und hörte sich die ganze Geschichte an. Papa erzählte das mit dem Schaf. Mama erzählte von der Forelle. Herr Dill kratzte sich hinter dem Ohr und machte einen ratlosen Eindruck. Erst als ihm Claudia erzählte, dass alles mit einem hellblauen Ei angefangen hatte, wurde er hellhörig. Hellblaues Ei? Da kommt mir eine Idee! Rief er, ging nach Hause und kam mit einem dicken Lexikon zurück. Er setzte seine Lesebrille auf, schlug unter E nach und las murmelnd, was da von hellblauen Eiern stand. Waren auf dem Ei kleine Buchstaben zu erkennen? Fragte er Mama. Da müssen Sie Claudia fragen, sagte Mama. Ich habe das Ei nie gesehen. Ich dachte immer, sie hätte sich das nur ausgedacht. Ja, da waren Buchstaben. Was bedeutet das? Rief Claudia. Nichts Gutes, sagte Herr Dill und kratzte sich schon wieder hinter dem Ohr. Das Ei stammt zweifellos von einem Buchstabenfresser. Buchstabenfresser? Was ist denn das? Fragten Mama, Papa und Claudia. Herr Dill sagte, ich kann es euch ja mal vorlesen. Buchstabenfresser schlüpfen aus Eiern von zartblauer Grundfarbe. Es sind Nachtwesen, die helles Licht meiden. Sie sind ziemlich gefräßig und fressen jeden Tag mindestens einen Buchstaben, den sie sich aus Wörtern in der Umgebung herausbeißen. Das kann manchmal unangenehme Folgen haben. So, wenn sie zum Beispiel aus einem Plätzchen, sein kleiner Keks, das P wegknabbern, der entsetzte Besitzer findet dann am nächsten Morgen nur noch ein Lätzchen vor. Es wurde auch schon beobachtet, dass sie mitten aus einem Busch das S wegfraßen. Wo im Garten vorher ein schöner Busch gestanden hatte, lag jetzt lediglich ein Buch, das durch den nächtlichen Tau zudem noch ziemlich aufgeweicht war. Herr Dill guckte von Claudia zu Mama und von Mama zu Papa. Da haben wir's, sagte er triumphierend. Das ist die Lösung. Ich verstehe gar nichts, sagte Claudia. Was hat das mit dem Klassenzimmer im Keller, mit den Schuhen und dem Schaf zu tun? Du kannst das auch nicht verstehen, weil ich noch nicht alles vorgelesen habe, sagte Herr Dill nachsichtig. Hier stehen noch ein paar Sätze. In den ersten Tagen nach dem Ausschlüpfen nimmt der Buchstabenfresser noch keine Nahrung zu sich. Er übt lediglich den Umgang mit Buchstaben. Er vertauscht sie. Daher wird der Buchstabenfresser während seiner frühen Jugend auch Buchstabentauscher genannt. Buchstabentauscher? Jetzt verstehe ich alles, rief Claudia. Er hat alles vertauscht. Wieso vertauscht? Fragte Papa. Was meinst du damit? Fragte Mama. Ist doch ganz einfach,
erklärte ihnen Claudia. Als der Buchstabentauscher ausgeschlüpft war, lag im Keller die Schale. Er hat das A in ein U vertauscht. Deswegen war dann plötzlich im Keller die Schule. Jetzt verstehe ich es auch, rief Mama. Später hat er dann das Ö von Schule in ein H vertauscht. Daher die Schuhe. Moment, Moment, sagte Papa. In meinem Werkzeugraum hat ein Hammer gefehlt und dafür stand ein Schaf da. Eure Theorie scheint doch nicht zu stimmen. Herr Dill überlegte einen Augenblick und kratzte sich dabei hinterm Ohr. »War das ein weibliches Schaf oder ein männliches?« fragte er dann. »So genau habe ich es mir nicht angeguckt«, sagte Papa. »Warum fragen Sie das?« »Weil es bestimmt ein männliches Schaf war«, sagte Herr Dill. »Wie man ja weiß, heißt das männliche Schaf Hammel.« Der Buchstabentauscher brauchte also nur das R vom Hammer mit einem Ö zu tauschen und schon war da ein männliches Schaf. »Und was ist mit meiner Bonbonbüchse?« fragte Claudia. Herr Dill sagte, »Darf ich erfahren, was an der Stelle lag oder stand, wo vorher die Büchse gewesen war?« »Eine olle Hose in einer doofen Farbe, die mir überhaupt nicht steht«, sagte Claudia. »Außerdem ist sie mindestens 2 Nummern zu groß.« »Aha, eine Hose also. Dachte ich mir's doch«, sagte Herr Dill. »Zu einer Bonbonbüchse kann man genauso gut Bonbondose sagen. Er hat einfach das D der Dose mit einem H vertauscht.« »Stimmt«, rief Mama, »und jetzt kann ich mir auch den fehlenden Tisch erklären. Er hat das T mit einem F vertauscht. So kam Papa zu seinem Fisch.« »Ja, und was machen wir jetzt?«, fragte Papa. »Wie wird man einen Buchstabentauscher möglichst schnell wieder los?« Herr Dill kratzte sich hinterm Ohr und sagte, »Das ist nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Hier im Buch steht die einzige Möglichkeit, einen Buchstabentauscher wieder loszuwerden, ist die, ihn in sein Ei zurückzulocken. Er fühlt sich nämlich im Ei ganz wohl und verlässt es nur ungern. Aber wie soll man ihn hineinlocken, wenn es gar kein Ei mehr gibt?« »Eigentlich ist das Vertauschen doch recht lustig«, sagte Claudia. »Ich bin schon ganz gespannt, was er morgen früh vertauscht hat.« Herr Dill machte ein bedenkliches Gesicht. »Man darf das nicht zu leicht nehmen«, warnte er. »Ich würde euch raten, jede Nacht das Licht in euren Zimmern brennen zu lassen, damit er nur noch im Keller oder im Flur sein Unwesen treiben kann. Der Buchstabentauscher ist, wie gesagt, sehr lichtscheu. Eigentlich ist er recht gutmütig, aber er ist sehr verspielt und merkt gar nicht, was er Schlimmes anrichtet. Hier, guckt euch dieses Bild an und lasst es euch eine Warnung sein.« Er zeigte Papa, Mama und Claudia ein Bild aus dem Buch. »Dieser arme Mensch hier ist ein besonders geplagtes Opfer des Buchstabentauschers. Wie man sieht, ist jetzt, da wo früher mal die Nase war, ein Hase. Statt der Hände hat der arme Mensch nun Hunde. Und an seinem Bauch ist, wie man hier erkennen kann, nicht mehr sein Nabel, sondern eine Gabel.« »Um Gottes Willen«, rief Mama. »Stell dir vor, er verwandelt den Vater in einen Kater, das Kind in ein Rind und die Mutter in Futter. Da frisst er mich ja womöglich auf.« »Das würde ich nie tun«, versicherte Papa. »Selbst als Kater nicht. Ich würde lediglich den Fisch essen. Kater lieben nämlich Fisch. Aber wir werden trotzdem bei Licht schlafen.«
»Das kann ich nur begrüßen«, sagte Herr Dill. »Und lassen Sie keine wertvollen Gegenstände im Dunkeln liegen. Nicht, dass morgen aus Ihrer Jacke eine Hacke, eine Zacke oder eine Backe geworden ist oder womöglich noch etwas Schlimmeres.« Herr Dill verabschiedete sich und ging mit seinem Buch nach Hause. »Hey, Richard, weiterlesen!« Bevor Claudia an diesem Abend beim Licht der Nachttischlampe einschlief, hatte sie noch eine Idee. Sie holte eine Blume aus der Vase im Wohnzimmer, legte sie in die dunkle Küche und rannte schnell zurück. »Vielleicht entdeckt er ja die Blume und hat Lust, das M zu tauschen«, dachte sie. »Eine neue Bluse könnte ich gut gebrauchen.« Am nächsten Morgen wurde Claudia von einem Aufschrei geweckt. Er kam von Mama und kam eindeutig aus der Küche. Claudia rannte im Nachthemd hinüber. »Was ist denn hier los?« fragte sie. »Wer hat denn hier einen Wald gepflanzt?« In der Küche standen mindestens 20 Bäume. »Na, wer schon?« sagte Mama. »Ich frag mich nur, was er diesmal womit getauscht hat.« »Auweia!« »Da bin ich schuld«, sagte Claudia. »Ich dachte, dass er das M bei meiner Blume in ein S tauscht. Aber der doofe Kerl hat das L in ein Ä vertauscht. Weißt du was, Mama? Wir lassen die Bäume einfach stehen. Vielleicht tauscht er heute Nacht das B in ein R. Dann haben wir endlich eine große Wohnung mit vielen Räumen.« Aber am nächsten Morgen standen die Bäume immer noch in der Küche. Und neben der Heizung ragte jetzt ein riesiges Ohr aus der Wand. »Aha, heute hat er die Uhr vertauscht«, sagte Papa, der an einen Eichenstamm gelehnt seinen Milchkaffee trank. »Stimmt nicht«, sagte Claudia. »Neben der Heizung hing nie eine Uhr. Außerdem höre ich unsere Uhr ganz deutlich dort hinten neben dem Tannenbaum ticken.« »Das ist kein Tannenbaum, sondern eine Fichte«, sagte Papa, der sich in Botanik, das ist alles, was mit Pflanzen zu tun hat, bestens auskannte. »Aber du hast recht. Wo jetzt das Ohr ist, war vorher ein Rohr.« »Ein Rohr?« fragte Mama entsetzt und sprang von dem niedrigen Ast, auf dem sie beim Frühstück gesessen hatte. »Das bedeutet ja, dass er jetzt kein Buchstabentauscher mehr ist, sondern ein Buchstabenfresser. Jetzt wird er ja noch unberechenbarer. Aus einer Fliege macht er womöglich eine Liege und aus einem Brett beißt er vielleicht das R und macht es zum Bett.« »Wäre das so schlimm?« fragte Papa. »Dann könnten wir Tante Erna und Onkel Rudi endlich mal ordentliche Betten bieten, wenn sie zu Besuch kommen, und nicht nur das alte Sofa.« »Nein, nein, nein«, rief Mama. »Wir holen sofort Herrn Dill.« Herr Dill kam gegen Mittag, beguckte sich das große Ohr und kratzte sich an der Nase. »Es ist also soweit. Der Tauscher ist zum Fresser geworden«, sagte er. »Ich habe mir inzwischen einen Plan ausgedacht. Ich kann nicht versprechen, dass alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, aber versuchen müssen wir's.« Er ging zu einer freien Stelle zwischen den Bäumen und malte mit Kreide einen großen Kreis auf den Boden. »Was ist das?« fragte Papa. Herr Dill sagte, »Das ist ein Kreis. Mal sehen, ob er anbeißt, der Buchstabenfresser.« »Ob er den Kreis anbeißt?« fragte Claudia. »Ja, so könnte man es auch nennen«, sagte Herr Dill.
löscht heute Abend auf jeden Fall das Licht in der Küche und stört ihn nicht beim Fressen. Am nächsten Morgen kam Herr Dill schon bei Sonnenaufgang, klingelte stürmisch an der Haustür und rannte gleich in die Küche. »Aha, es hat geklappt«, rief er dort. »Schauen Sie mal, wo gestern der Kreis war, liegt heute Morgen ein Häufchen Reis. Er hat das Kürr gefressen, ganz wie ich's vermutete.« »Soll ich den Reis aufkehren?«, fragte Claudia. »Nein, um Himmels Willen, nein«, sagte Herr Dill. »Der bleibt da liegen bis morgen früh, genauer gesagt bis heute Nacht. Habt ihr eigentlich einen Kühlschrank in eurer Küche?« »Ja, dort hinter dem Tannenbaum«, sagte Claudia. »Sie meint hinter der Fichte«, verbesserte Papa. Herr Dill sagte, »das ist gut, den werden wir morgen früh brauchen.« Am nächsten Morgen war der Reis verschwunden. An seiner Stelle lagen jetzt 4 Eiswürfel in einer kleinen Wasserpfütze. »Schnell in den Kühlschrank mit dem Eis«, befahl Herr Dill, der wieder im ersten Morgengrauen die Familie aus dem Schlaf geklingelt hatte. »Er hat das Rühr gefressen, ganz wie geplant. Hoffentlich frisst er heute Nacht da weiter und beißt nicht in eine Decke oder eine Tasche.« Erst am späten Abend wurde das Eis aus dem Kühlschrank geholt und dort unter die Fichte gelegt, wo vorher schon der Reis gelegen hatte. Und es klappte tatsächlich. Am nächsten Morgen wurden alle davon wach, dass Herr Dill aus der Küche rief, »Er hat das Eis verschluckt! Er hat das Eis verschluckt!« Herr Dill hatte auf dem alten Sofa im Wohnzimmer übernachtet und war deshalb noch früher als sonst in der Küche. »Er hat aus dem Eis ein Ei gemacht!« »Und er hat das Ei so gemacht, wie er es für richtig hält. Schaut nur, ein schönes, himmelblaues Ei, groß wie ein Autoreifen, mit kleinen Buchstaben drauf. Jetzt müssen wir nur noch herauskriegen, ob er tatsächlich im Ei sitzt.« »Weiterlesen, bitte!« Herr Dill legte erst den Zeigefinger an die Lippen, damit alle ruhig wurden, dann das Ohr an die Eierschale und lauschte lange. Dann lächelte er. »Er sitzt drinnen«, sagte er. »Ich habe es rascheln hören.« »Darf ich auch mal?«, fragte Claudia. Sie lauschte und flüsterte. »Genau so hat es sich angehört, als es bei uns im Keller lag.« »Dann schnell weg mit dem Ei, bevor wieder die Schale platzt«, befahl Herr Dill. »Was machen wir nur damit?«, fragte Papa. Herr Dill sagte, »Ich schlage vor, wir laden das Ei ganz, ganz vorsichtig in Ihr Auto und schaffen es ganz, ganz weit weg. Irgendwohin, wo keine Leute wohnen.« »Einverstanden«, sagte Papa und trug das Ei zusammen mit Herrn Dill ganz, ganz vorsichtig die Treppe hinunter. Herr Dill stieg ins Auto und nahm das Ei auf den Schoß. Papa setzte sich ans Steuer und dann fuhren sie los. Spät am Nachmittag kam Papa zurück. »Wo habt ihr das Ei hingebracht?«, fragte Mama. »Tief in einen Wald«, erzählte Papa. »Das letzte Stück mussten wir zu Fuß gehen, weil es da keine Straße mehr gab. Dort liegt es jetzt und kein Mensch wird es je entdecken.« »Hoffentlich habt ihr es vorsichtig hingelegt und die Schale nicht zerbrochen«, sagte Claudia. »Sonst wird es vielleicht bald in diesem Wald eine Schule geben.« »Macht dir keine Sorgen«, beruhigte Papa sie.
Wir haben ganz arg aufgepasst. Aber so arg schienen Papa und Herr Dill doch nicht aufgepasst zu haben. Denn eine Woche später las Mama beim Frühstück aus der Zeitung eine Meldung vor. Merkwürdige Ereignisse im Staatsforst. Wie ein Förster gestern der Behörde mitteilte, sollen sich in einem dichten Waldstück nahe Birkenfeld seltsame Dinge abspielen. Wenn man dem Förster glauben darf, sind über Nacht sämtliche Buchen aus dem Wald verschwunden. Wo früher die Bäume standen, fanden sich jetzt tausende von Kuchen. Aus einem anderen Teil des Waldes verschwanden alle Tannen. Stattdessen steht jetzt dort eine große Anzahl von Wannen. Tannen? Fragte Papa, der sich gerade unter seinem Lieblingsbaum eine Tasse Milchkaffee einschenkte. Ich hätte wetten mögen, dass es Fichten waren. Ich bin gespannt, wann die ersten Elche auftauchen, sagte Claudia. Wieso Elche? Fragte Papa. Weil es im Wald bestimmt auch eine Eiche gibt, erklärte ihm Mama, die gleich begriff, was Claudia gemeint hatte. Er muss nur das I mit dem L vertauschen. Ihr habt recht. Dann werden die Elche bestimmt die Kuchen fressen und in den Wannen baden. Elche lieben das Wasser und Kuchen, sagte Papa. Wo ist übrigens der Rest des Erdbeerkuchens von gestern? Der steht, glaube ich, dort hinter der Tanne, sagte Claudia. Hinter der Fichte, wollte Papa eigentlich verbessern. Doch dann ließ er es sein. Hey, weiterlesen! Nein, Trax, die Geschichte ist aus und fertig. Der Buchstabenfresser, ein Buch von Paul Mahr mit tollen Zeichnungen von Manfred Bofinger. Ich hoffe, die Geschichte hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall!